Die drei göttlichen Brüder. Jeden Morgen fliegt der bunte Hahn auf seinen Bambuskorb und begrüßt mit Trompetenschall die Sonne. Zuckerü, Zuckerü, o Sonne, mein Bruder, sei mir gegrüßt. Ja, es muß schon eine Bewandtnis haben mit dem Hahn und seiner Sonnenähnlichkeit. Sein Gefieder hat nicht nur sämtliche Farben der Sonne, sondern jeder Farbton ist auch sichtbar mit dem Gold und Silber des Sonnenlichtes untermalt. Die Wellen flüstern es, das Schilf neigt sich herab, die Palmen wiegen sich und eine weiße Wolke am Himmel eilt, um auch etwas zu hören. Die Wellen flüstern. Ich will euch verraten, wie es in Wahrheit ist. Horcht, die Sache ist so. Der Hahn ist eins der Götterkinder, Sonne, Mond und Hahn. Sie lebten einst in Eintracht beieinander, bis eines Tages die Sonne einen Weg zu machen hatte und aus dem Hause ging. Das wurde ein Malheur. Drei Brüder können wohl in Eintracht leben, zwei Brüder aber nie. Der Mond befahl dem Bruder Hahn, die Rinder einzuholen. Der Hahn, ob des Befehls gekränkt, weigerte sich und wollte nicht. Da nahm der böse Bruder Mond den Hahn beim Schopf und warf ihn hoch vom Himmel auf die Erde nieder. Als die Sonne heimgekommen, erzählte ihr der Mond den Vorfall. Die Sonne wurde sehr betrübt und sagte: »Mond, du konntest nicht mit deinem Bruder Hahn in Frieden leben. So will auch ich in Zukunft nicht mit dir des Weges gehen. Die Nacht gehört dir, der Tag jedoch ist mein.« So waren sie alle drei getrennt. Allmorgens nun, wenn die Sonne aufsteht, freut sich der Hahn hier auf der Erde und ruft so laut er kann: »Zuckerü, Zuckerü!« Er freut sich, seinen guten Bruder zu sehen, und ruft unaufhörlich den ganzen Tag: »Zuckerü, Zuckerü!« Ist aber die Sonne untergegangen und kommt der Mond an die Reihe, dann duckt der Hahn sich schnell in seinen Bambuskorb und steckt seinen Kopf in das Gefieder, um ja dem bösen Bruder Mond nicht zu begegnen. Das ist die Geschichte von den drei göttlichen Brüdern, Sonne, Mond und Hahn. Behaltet sie für euch und redet nicht zu viel darüber.